Wie heißt du? Heike. Woher kennt man dich? Aus dem Deutschen Bundestag. Was machst du so? Ich bin Pflegebeauftragte und Vorsitzende des Unterausschusses Globale Gesundheit und die Abgeordnete hier vom Kreis Göppingen für die SPD. Welche Serie hast du zuletzt auf Netflix gestreamt? Noch gar keine. Was ist das letzte Geschenk, das du verschenkt hast und an wen? Ein E-Reader an meine Tochter, die gerade krank ist. Auf welches Bundesland könnte Deutschland verzichten? Boah, erstmal auf keins. Findest du es richtig, dass das Krankenhaus in Geislingen geschlossen werden soll? Ach, das ist für die Betroffenen, glaube ich, eine schwierige Entscheidung. Aber für die Zukunft der Gesundheitsversorgung hier im Kreis Göppingen, glaube ich schon, ist es die richtige Entscheidung. Sollte das Müllheizkraftwerk zukünftig mehr Abfall verbrennen? Wir sollten weniger Abfall verbrauchen. Hast du ein verstecktes Talent? Wenn ja, welches? Eigentlich sind meine Talente nicht versteckt. Du darfst einen Tag jemand anders sein. Wer wärst du gerne? Ich fühle mich ganz wohl, so wie ich bin. Wie hoch sollte der Mindestlohn sein? Mindestens 12 Euro. Wie reagierst du, wenn ein Freund frauenfeindliche Witze reißt? Dann gebe ich schon, signalisiere ich schon, dass ich das nicht so toll finde. Lieber mit Attila Hildmann im Aufzug stecken bleiben oder mit Michael Wendler? Boah, ich weiß nicht, wer Michael Wendler ist, aber mit Attila Hildmann möchte ich nicht im Aufzug stecken bleiben. Für was stehen die Buchstaben NFB? No fucking budget. Minarette in Deutschland, ja oder nein? Ja. Bist du Jägerin oder Sammlerin? Eher Sammlerin. Was machst du, wenn du einen Lottoschein auf der Straße findest, der dir einen Gewinn von 10 Millionen Euro beschert? Ah, das ist natürlich, das erkennt man doch gar nicht. Cannabis legalisieren, ja oder nein? Ja, ich will es vor allem entkriminalisieren. Was würdest du deinem alten Chef raten? Es wäre wichtig, mehr auf die Potenziale von Frauen zu schauen und die zu fördern. Was willst du mal werden? Bundestagsabgeordnete. War es richtig, sich am Afghanistan-Krieg zu beteiligen? Tja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube schon, dass es zumindest mal für 20 Jahre für ein Stück Beruhigung gesorgt hat und vielleicht auch ein Stück weniger Terrorismus. Ist das 1,5-Grad-Ziel noch erreichbar? Ja, und wir sollten vor allem alles tun, dass wir es erreichen. Was ist dein Lieblingssong? Da bin ich wieder blank, sowas fällt mir nicht auf Anhieb ein. Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Bundestagsabgeordnete hier im Kreis Göppingen zu werden. Wann hast du das letzte Mal gelogen? Wüsste ich jetzt gerade nicht. Impfen, ja oder nein? Impfen ist der Schlüssel zur Bewältigung der Pandemie. Bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein? Nein, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, weil die Menschen auch gerne arbeiten möchten, weil das einfach auch ein Stück Sinnerfüllung ist. Saskia Esken oder Olaf Scholz? Beide. Olaf Scholz als Bundeskanzler, Saskia Esken als Vorsitzende der SPD. Was wünschst du dir für Deutschland? Ich wünsche mir für Deutschland, dass wir eine fortschrittliche Koalition bekommen und am liebsten wünsche ich mir eine Koalition aus SPD und Grünen.